Golfball, große Hagelkörner, Waldbrände durch Blitzeinschläge, ein Tornado am Flughafen. Die schweren Unwetter von gestern Abend haben eine ziemliche Spur der Verwüstung zurückgelassen. Hunderte Feuerwehrleute waren die ganze Nacht im Einsatz. Von gar 15 Millionen Euro Schaden spricht die österreichische Hagelversicherung. Am späten Nachmittag setzt in Wien plötzlich der Hagel ein und kommt mit einer derartigen Wucht vom Himmel, dass sogar Windschutzscheiben zu Bruch gehen und Unterführungen nicht mehr passierbar sind. Aufgrund des Starkregens war so manche Unterführung überflutet und einige Autofahrer haben die Wassertiefe unterschätzt, blieben dann infolgedessen in der Unterführung stecken und mussten von der Feuerwehr wieder befreit werden. In Breitenfurt bei Wien bildet sich ein Tornado, der wenig später mit bis zu 180 Stundenkilometern am Wiener Flughafen vorbeifegt. In der folgenden Nacht sind in Wien und Niederösterreich hunderte Feuerwehrleute im Dauereinsatz. Keller, Straßen, Felder sind überflutet, die Wassermassen müssen abgepumpt werden. Tausende Blitze leuchten immer wieder auf und schlagen in Bäume und so wie hier in eine Hütte ein. Ein Waldbrand, der bereits am Sonntag im niederösterreichischen Schwarzau im Gebirge von einem Blitz entfacht worden ist, glost gestern weiter vor sich hin und kann nur per Hubschraubereinsatz gelöscht werden. Den größten Schaden beklagen heute die Landwirte im Wiener Randbezirk Liesing und den niederösterreichischen Bezirken Gänserndorf, Burg an der Leiter und Mödling. Auf einer Fläche von insgesamt rund 10.000 Hektar hätten die bis zu 7 cm großen Hagelkörner vor allem den Acker-, Obst-, Wein- und Gemüsekulturen sehr zugesetzt. In den letzten beiden Tagen haben wir in Wien einen Gesamtschaden durch Hagel und Starkregen von rund 2 Millionen Euro erlitten. Die Landwirtschaft in Form des Ackerbaus, aber auch in Form von zerbrochenen Glashäusern, wo Glasbruch da ist im Gartenbau. Bei der österreichischen Hagelversicherung spricht man von 15 Millionen Euro Schadenssumme. Eine Schätzung, die noch gestern Abend veröffentlicht worden ist. Betroffen sind im Grunde alle Gemüsearten, Zwiebeln, Karotten, Sellerie. Das sind Kulturarten mit entsprechenden Werten und bedingt durch das großflächige Ereignis ergibt das diesen Gesamtschaden in einer Größenordnung von 15 Millionen Euro. Und gerade als Risikomanager gehe ich mit dem Begriff Katastrophe sehr vorsichtig um. Aber das gestrige Hagelereignis war in der Tat eine Katastrophe. Es ist das zweitgrößte Hagel-Einzelereignis an einem Tag in der Geschichte unseres Unternehmens. Die Schäden tilgen wird die Versicherung nur zum Teil. Der Rest müsse mit EU-Geldern finanziert werden, die die Bauern laut eigenen Angaben vor dem Konkurs retten.